Alle Köpfe drehen sich wirklich nach dem Wagen um, ne? Alle gucken mit, was fährt da vorbei in Lila. Wie ihr wisst, steht demnächst der Gumball für uns an. Wir fahren einmal quer durch Europa, 3000 Kilometer, von Schottland bis runter nach Montenegro. Wir nehmen dafür unseren Bugatti Chiron Sport. Aber das große Problem ist, Felix, komm mal mit, wir sind zwei ausgewachsene Männer. Wie sollen wir für eine Woche unser Gepäck hier unterkriegen? Da passt nichts rein, ne? Da passt kaum eine Handtasche rein. Also brauchen wir folgerichtig ein Kofferauto, ein cooles Begleitauto für unsere Koffer. Und wir haben tatsächlich, wie ihr hier sehen könnt, die volle Auswahl. Das sind alles Autos aus unserem Bestand, teilweise auch schon zugelassen. Und heute suchen wir gemeinsam mit euch das richtige Gumball-Begleitauto aus. Kriterien. Punkt Nummer 1. Wir fahren die krasseste Rallye der Welt mit den coolsten Leuten. Also der wichtigste Punkt, Coolness-Faktor. Das Auto muss scheppern. Punkt Nummer 2. Speed. Wir brauchen Power. Ne? Wir folgen ja mit dem Auto auch den schnellsten Autos dieser Welt. Das heißt, wir brauchen Performance. Und Punkt Nummer 3. Platzangebot. Ja, unsere gesamte Crew sitzt im Auto, inklusive Kamerateam. Das heißt, ihr müsst ja auch einigermaßen komfortabel drin sitzen können. Wir haben den Lamborghini Urus Performante, das neueste Modell, 666 PS V8 Biturbo. Wir haben Aston Martin DBX, ebenfalls V8, 550 PS. Wir haben einen etwas älteren Bentley Bentayga V8 mit 550 PS. Wir haben ein richtig geiles Auto, Rolls-Royce Cullinan Black Badge. V12, krasse 12 Zylinder, Black Badge, 600 PS. Wir haben, wenn es etwas schicker sein darf, den GLS 600 Maybach, ebenfalls 8 Zylinder, 557 PS. Und wir haben natürlich, was nie fehlen darf, Mercedes G63 AMG, der G-Wagon. Ebenfalls 8 Zylinder, 585 PS. Hierfür helfen mir meine beiden Azubinen, Zoe und Janika. Wir machen den schnellsten Soundcheck mit 3500 PS, den ihr je erlebt habt. Folgende Spielregeln. Zoe steigt ins Auto, startet den Wagen, gibt Gas. Dann gehen wir zum Aston Martin. In der Zeit muss Zoe schon wieder aussteigen zum Bentayga rennen. In der Zeit macht Janika den Test mit dem Aston Martin. Dann steigt wiederum Janika aus, rennt zum Rolls-Royce. Und so geht es immer weiter. Also sie überspringen immer ein Auto. Mädels, die große Herausforderung, ihr müsst ins Auto, ihr müsst den Schlüssel finden, Auto starten, beim Aussteigen nicht hinfallen und weiterrennen. Okay, los geht's. Komm. Erster Soundcheck, Urus. Das scheppert. 10 von 10. Gut. Stopp. Und Aston Martin. Unerwartet gut. Ja, aber noch lange nicht so wie der Urus. 7 von 10. Weiter geht's. Das blubbert so vor sich, ja? Ich höre nichts. Viel zu brav. 5 von 10. Mehr gibt's nicht. So, verdammt, du solltest Gas geben, nicht den Kofferraum aufmachen. Weiter geht's, komm, Vollgas. 12 Zylinder, 600 PS, aber nein. Auch dem Cullinan gebe ich nicht mehr als 5 von 10 für den Sound. Stopp, weiter geht's. GLS 600. Der ist... Da kommt gar nichts. Ja, also wir haben 8 Zylinder, 557 PS, aber das hört sich an wie ein Toaster. Hört sich ein Toaster so an? Ich glaube nicht, egal, 3 von 10. Stopp, hier, das ist geil. Nein, 5 von 10. Also, welchen nehmen wir? Urus? Ich würde auch sagen, 10 von 10 hat nur der Urus bekommen. Danke, Mädels. Coolness-Faktor beim G-Wagon. Ja, ich glaube, das ikonischste Auto mit in unserer Sammlung hier heute. Coolness-Faktor, es gibt nichts Cooleres als eine G-Klasse. 10 von 10 Punkten. Lass uns weitermachen. Nächster Wagen. GLS 600 Maybach. Auch das Auto ist fett, es ist cool, aber es kommt nicht so richtig an seinen Bruder, den G63, ran. Coolness-Faktor würde ich sagen, es ist ein Maybach. Maybach ist ein bisschen gediegen, ne? 7 von 10 Punkten. Weiter geht's. Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Das Auto ist cool, oder? Gerade in der Black Badge-Ausführung nicht so bieder wie die etwas braveren Rolls-Royce Cullinan. Wir haben rote Bremssättel, die rote Coachline, wir haben die dunkle Emily. Coolness-Faktor?
9 von 10. Was dem Wagen so ein bisschen fehlt, ist Sportlichkeit. Ne? Sonst wäre das auch eine 10 von 10. Bentley Bentayga V8. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, hier in der Reihe das älteste Fahrzeug. Das müsste ein 2019er Baujahr gewesen sein. Der ist auch dreckig, wie du hier siehst. Den fahren wir schon etwas länger. So richtig cool ist er, glaube ich, nicht mehr. Dem Wagen gebe ich nur 5 von 10 Punkten. Weiter geht's. Aston Martin DBX. Einer von 500. Coolness-Faktor. Ich bin nie so richtig warm geworden mit dem Auto. Ist ein schöner Wagen, aber auch der Wagen, ich weiß nicht. 5 von 10. Was sagt ihr? Findet ihr den DBX cooler als ich? Lass uns noch eins weiter. Der letzte in der Reihe, auch das jüngste Fahrzeug, der Lamborghini Urus Performante. Ja, das neueste Modell von Lamborghini, auf Krawall gebürstet, 666 PS, in einer Sonderlackierung. Früher hat man gesagt, das Auto ist Flip-Flop-Farben. Kennt ihr das noch, den Begriff Flip-Flop? Ja? Also wir haben hier so ein Lila, was manchmal auch in ein Blau übergeht. Dann haben wir halt als Performante unheimlich viel Carbon. Wir haben die Carbon-Lufteinlässe, Carbon-Radläufe. Hinten haben wir den Dachkanten-Spoiler. Ich glaube, auch das Auto ist eine krasse 10 von 10, was den Coolness-Faktor angeht. So Leute, wir haben den Coolness-Faktor, wir haben den Power-Faktor und jetzt geht es ums Platzangebot. Wie gesagt, unsere Crew muss im Auto sitzen. Serkan, Nuno, kommt mal her. Ich bin 1,73 Meter groß oder klein, je nachdem. Serkan, wie groß bist du? 1,87 Meter. 1,87 Meter. Was wiegst du? 115 Kilo. 115 Kilo. Okay, Felix, wie groß bist du? Ich bin 1,87 Meter. Schaut mal, Nuno übernimmt die Kamera. Größer. 1,89. Felix ist 1,89 und locker 5 Kilo leichter als Serkan, würde ich sagen. Ja? So, folgende Challenge. Felix, du sitzt jeweils hinter dem Fahrersitz und sagst uns, wie bequem es für den Kameramann da hinten wäre. Und du musst arbeiten können. Und du musst arbeiten können, auch während der Fahrt, hochladen, richtig. Laptop etc. Und Serkan, du sagst uns, wie viele Serkans in den Kofferraum passen. Okay. Okay, los geht's, G-Klasse. Serkan, leg los. Wie oft würdest du da reinpassen? Zwei Serkans. Also G-Klasse, zweimal Serkan. So, Felix, hier. Wie sieht's bei dir aus? Sitzverstellung nicht vorhanden, wenig Platz. Knie schlagen vorne an. Wie viele Punkte? 5 von 10. 5 von 10. Okay. Weiter geht's. Da liegt er ja schon im Kofferraum. Ja, Serkan? Einmal. GLS 600 Maybach, 1,5 Serkans. 1,5? Ja, also ich könnte dich jetzt nochmal gespiegelt. Im Prinzip so 69. Okay. Wie 9? 1,5 Serkans in 69 Position. Hier gibt es nicht nur Platz, hier gibt es auch Komfort. Fühl mal die Einstiegsleiste. Damit ja, man das auch standesgemäß reinlaufen kann. Selbst ich, Kopf oben, fast alles. So will ich auch Kameramann sein. Ah. Felix, du sollst arbeiten, nicht schlafen. Ja, aber es gibt keinen Tisch. Aber so geht es auch eigentlich ganz gut. Also Platz. 10 von 10. Aber stopp, ich ziehe 2 Punkte ab. Warum? Wir haben eine Viersitzkonfiguration in dem Auto. Hier sitzen keine 3 Leute. Jetzt könntet ihr sagen, warum 3 Leute? Ja, auf der Tour kann es doch immer passieren, dass auch mal ein Auto eine Panne hat und du einen Kollegen mitnehmen musst. Das wäre hier nicht möglich. Das wäre schwierig, aber hier mit alles verstellbar. Ah, ich zieh dir von deinen 10 2 ab. Da geht's schon weiter. Rolls-Royce Cullinan, Serkan liegt wieder drin. Wie viele Serkans? 2. Zweimal Serkan im Rolls-Royce Cullinan. Sieht gut aus, standesgemäß. So, hier. Ist da ein Tisch vorhanden? Ja, elektrisch. Oh, oder elektrisch. So? Elektrischer Arbeitstisch. Und? Nuno, zeig mal. Da ist sogar ein Fernseher für dich. Wenn man den zurückklappen kann, perfekt, kann ich hier auch arbeiten. 10 von 10. 3 Sitze, ne? Also drei Raumangebot, Sitze. Top. Alles, was wir brauchen. Der Herr. Und, stopp. Und man kann. Und wir fahren ja auch in Schottland, ne? Und in England. Und da regnet es doch. Ja, also Komfort, glatte 10 von 10. Stimme ich mit dir überein. Weiter geht's. Leute, das ist geil. Schaut mal hier. Super Soft Toilettenpapier im Bentayga. Daran seht ihr, wir nutzen die Autos ja auch täglich. Der Wagen ist zugelassen. Serkan, wie viele Serkans passen in den Bentayga? Auch 2. 2 Serkans. Und Felix? Ja, passt. Viel Platz ist. Nicht ganz so komfortabel wie im Rolls-Royce und im Maybach. 8 von 10. 8 von 10? Sieht aber gut aus. Ist gut. Ist schon pingelig geworden. Der Rolls-Royce hat dich versaut. Der Rolls-Royce ist aber gut. So, weiter geht's im DBX. Oh, das sieht schon enger aus. Das wird eng. Das ist 1,25, würde ich sogar nur sagen. Ja, 1,25 Serkan. 1,25 Serkan im DBX. Und? Felix? Das wäre fast super. Also Platz ist, 5 Leute passen rein. Bentley, muss ich sagen, war bequemer. Wenn du hier oben rausfilmen könntest, so als Kameramann, von oben ein paar Shots machen, das wäre Premium. Und? Wie viele Aber Punkte? Geht nicht auf.
6 von 10. 6 von 10. Und jetzt der Urus. Hast du ein Kopfkissen mitgebracht, Serkan? Ja, also so fahren wir definitiv. Wie viele Serkans kriegen wir hier rein? Eineinhalb? Eineinhalb. Eineinhalb Serkans im Urus. Und weiter geht's. Du kommst auch wieder raus? Ja. Okay, wir holen dich da raus. Und Felix? Warte mal ganz kurz, kann man hier oben rausfilmen oder nicht? Ja, klar, das geht auf. Ja? Okay. Ja, wenn es rausgeht, dann haben wir hier 5 Sitze. Bequem. Tisch fehlt. 8 von 10. 8 von 10 im Urus. Wer war der Beste im Test? Das war, glaube ich, der Kallinen, ne? Der Kallinen hat 10 von 10. Kallinen war super. So, Leute. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Entweder, also der Urus Performante hatte 10 von 10 bei Coolness, 10 von 10 beim Sound und der Power und 8 von 10 beim Platzangebot. Der Kallinen war auch cool, aber bei weitem nicht so cool wie der. Soundtechnisch haben wir nichts aus dem Kallinen rausbekommen. Also, und Platzangebot hatte der aber und viel Komfort. Ne? Da waren wir, glaube ich, bei 10 von 10 Punkten. Wir hatten den Regenschirm. Meine persönlichen beiden Favoriten, Rolls-Royce Cullinan Black Badge, Urus Performante. Nehmen wir den Urus Performante? Aber erst testen wir ihn noch auf der Straße. Du willst noch mal fahren? Ab geht's ins Auto. So Leute, ab geht's im Lamborghini Urus Performante. Das Facelift vom alten Urus in der Leichtbauversion mit unheimlich viel Carbon, voll Alcantara im Innenraum, 666 PS. Sieht schon geil aus. Ne? Wir haben Panoramadach, wir haben mega Sound, wir haben mega Coolness-Faktor und wir haben relativ viel Platz. Der Wagen ist sportlich, er ist schnell, er hat Power, er sieht geil aus. Ich meine, es ist ja krass, wir benutzen das Auto als Kofferauto. Ne? Die meisten würden ja überhaupt schon sagen, überhaupt den Gumball mit so einem Urus Performante zu fahren, wäre ja schon krass. Aber wir nutzen es halt wirklich als Begleitauto. Vor mir der Rolls-Royce Cullinan. Das sieht total verrückt aus, wenn so ein Rolls-Royce Cullinan Black Badge vorne dran fährt und ich hinterher mit dem Urus Performante. Ich würde mal sagen 70-30. Also ich bin schon eher pro Urus Performante, aber wenn ich den Rolls-Royce Cullinan so vor mir herfahren sehe, das ist natürlich auch ein Schiff. Vor allem schwarzer Bugatti Chiron Sport, schwarzer Cullinan, das wäre natürlich auch geil. Was meint ihr, wenn ihr nur die Wahl zwischen den beiden Fahrzeugen hättet, welchen würdet ihr nehmen? Urus Performante in Lila oder Rolls-Royce Cullinan Black Badge? Hier ist unbegrenzt, hier kann ich mal raus beschleunigen. Wir haben gerade 84 km/h. Ich habe genügend Abstand nach vorne. Mal gucken, wie fühlen sich 666 PS an. Und ab geht's. Das macht Laune. Also das Auto wird auch definitiv im Feld mitfahren können. Powermäßig, wir haben Power satt. Ich merke es, was den Coolness-Faktor angeht. Alle Köpfe drehen sich wirklich nach dem Wagen um. Ne? Alle gucken mit, was fährt da vorbei in Lila. Vielleicht liegt es auch daran, dass zufällig noch ein Rolls-Royce Cullinan Black Badge mit in der Kolonne fährt und lauter Kameras daraus winken. Und die Autobahn staunt nur. Ja. An so Tagen muss ich mich wirklich zweimal kneifen, ne? Weil auch für mich ist das kein normaler Alltag. Und es ist ein Tag, den ich mir so vor 10 Jahren nie hätte erträumen können. Ne? Dass wir da irgendwie in Kolonne, in Vorbereitung auf den Gumball, den wir mit unserem Bugatti Chiron Sport für 4 Millionen Euro fahren werden, eruieren, welches das coolste Begleitauto ist. Selbst das Begleitauto wäre vor 10 Jahren noch für mich undenkbar gewesen zu besitzen. Und siehe da, Leute, ich habe wirklich Vollgas gegeben. Ich habe 7 Tage die Woche gearbeitet. Ich war fleißig. Ich hatte auch natürlich das nötige Quäntchen Glück, muss man sagen. Du brauchst im Leben auch immer Glück. Aber Glück kann man manchmal auch erzwingen. Und man muss natürlich unheimlich risikobereit sein. Das war ich. Ich habe mich jetzt durchgekämpft. Ich würde sagen, wir sind unter den Top 5 Luxusautohändlern mittlerweile in ganz Europa. Mein großes Ziel ist es, die Nummer 1 weltweit zu werden. Wenn ihr mich bei meinem Ziel verfolgen wollt, dann abonniert den Channel, liked die Videos und vor allem teilt es mit euren Freunden. Begleitet mich auf meiner Reise. Ich habe dieses ultimative Ziel. Ob ich es schaffen werde, ich weiß es nicht. Aber es werden auf jeden Fall ganz witzige Jahre, auf die ich euch ab jetzt mitnehmen möchte. We'll be right back.
Na Leute? Hallo! Ein McChicken mit Salat. Was habt ihr jetzt erwartet, was ich sage? Also Leute, Coolness-Faktor. Alle Köpfe drehen sich nach uns um. Also jeder glotzt das Auto an. Also die 10 von 10. Fahrdynamik, das Auto ist mega. Er liegt straff auf der Straße. Du kannst beschleunigen, du kannst präzise lenken. Mehr geht gar nicht. Sound, mega auch im Auto. Der Wagen röhrt, das ist einfach geil. Wir haben das perfekte Gumball-Auto. Auch wenn der Rolls-Royce Cullinan Black Bitch mega geil aussieht. Aber mit dem Urus Performante kann er, was Coolness angeht, nicht mithalten. Der Lamborghini Urus Performante hat den großen Check als Begleitfahrzeug definitiv bestanden. Style-Faktor, Coolness-Faktor 10 von 10. Sound und Performance 10 von 10. Platzangebot immerhin passable 8 von 10, was immer noch ziemlich gut ist. Und der Wagen sieht einfach krass aus. Leute, ich freue mich dermaßen auf die Tour. Das wird mit einer der aufregendsten Erfahrungen meines Lebens. Ich war noch nie dabei. Ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, wie das Ganze ablaufen wird. Freunde, die mitgefahren sind, sagen, Omid, das ist krass. Du fährst 7 Tage tagsüber hart und abends muss hart gefeiert werden. Aber am nächsten Morgen musst du trotzdem wieder im Auto sitzen und mehrere hundert Kilometer zurücklegen. Ich bin so gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Der Urus Performante hat den Check bestanden. Das wird unser Begleitfahrzeug. Ich freue mich auf den Gumball und sehe euch demnächst im nächsten Video.